Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der Diamant-Edition. Wir befinden uns hier auf der anderen Seite dieses Tunnels, der uns nach Erzling führt. Erzling ist da vorne und da gehen wir jetzt auch einfach mal hin. Hallo Trainer, besitzt du keinen einzigen Orden, wenn andere Trainer auf dich herabsehen wie auf einen Anfänger. Und damit das nicht passiert, zeige ich dir, wo du die Arena zu finden ist. Tja, dann werden wir mal zur Arena geschleppt, würde ich sagen. Oh, da steht ja schon jemand und wartet. Hi, Lutz. Was, wie? Ach, du bist das, Sefi. Hast du es doch bis hierher geschafft. Aber du bist echt langsam, weißt du das? Du bist so langsam, dass der Arenaleiter schon lange wieder weg ist. Er sagte, er wolle zur... zur Erzlingmine. Ich habe meinen Orden ja bereits, daher ist mir das egal, aber... Moment, wir haben dich auf der Route neben Jubelstadt auseinandergenommen. Und du hast jetzt schon den Orden. Das macht so ein bisschen keinen Sinn, es sei denn, du bist der Herr über die Zeit. Das ist ein Luftschacht, der die Tunnel mit frischer Luft versorgt. Oh, das ist nämlich ein Feature, was die Sinnoh-Region hat. Das haben wir, glaube ich, damals im Platin gar nicht wirklich ausgekostet. Es gibt einen sogenannten Untergrund. Der ist das, was der Name sagt, der unterstreckt sich im gesamten, oder beziehungsweise unter der gesamten Sinnoh-Region. Da kann man halt, das ist halt quasi der Mehrspieler-Modus, da kann man Zeit mit seinen Freunden verbringen. Nach Fossilien graben, nach Items graben, eine Geheimbasis bauen und so weiter. Oh, naja, das sind halt die Luftschächte dafür, damit wir da unten auch Luft haben. Die Lüftung tauscht die heiße Luft von unten gegen frische Luft von hier oben aus. Wenn ich so einen Lüftungsschacht sehe, möchte ich am liebsten den Kopf reinstecken und laut Hallo brüllen. Auch wer will das nicht? Einfach damit sich jemand, falls er da gerade vorbeigeht, mal so richtig erschreckt. Hi, wusstest du, dass das Wesen der Pokémon genauso unterschiedlich ist wie bei uns Menschen? Daher überrascht es mich eigentlich nicht, dass es auch unterschiedliche Farben bei gleichen Pokémon gibt. Oh, ich glaube, sie spielt da so ein bisschen auf die schillernden Pokémon an. Jedenfalls, ich glaube, es gibt 25 Wesen. Ich glaube, Menschen können ein bisschen mehr als 25 Wesen haben. Hast du schon mal etwas von unterschiedlich gefärbten Pokémon gehört oder gar eines gesehen? Oh ja. Was ich meine? Ein Pikachu. Ein Pikachu ist ja gelb zum Beispiel, ja? Und ein Pikachu in einer anderen Farbe ist orange. Ja, da merkt man, dass dem Übersetzungsteam über Nintendo noch das offizielle Wort für Shiny-Pokémon noch nicht hatte. Das ist tatsächlich ein Fanbegriff, Shiny-Pokémon. Das ist ziemlich witzig, wenn man drüber nachdenkt, dass wir all die Jahre selbstverständlich von Shiny-Pokémon geredet haben, obwohl das gar kein offizieller Begriff war. Den gab es nämlich erst ab der 5. Generation offiziell. Und naja, das hieß dann halt auch eben Shiny-Pokémon. Da war Nintendo dann faul halt das Fanwort genommen und naja. Bei uns sind halt die schillernden Pokémon. Zur 4. Generation gab es das aber noch nicht, deswegen sagt er hier, das Pikachu in einer anderen Farbe ist orange. Ja, wenn man so über diesen Satz nachdenkt, macht der nicht sehr viel Sinn. Außer, dass er halt damit sagen will, so hey, shiny Pikachu sind orange. Das ist nicht mal richtig gelogen, nur ein bisschen. Es ist so ein gelbliches Orange, man sieht es kaum. Veit lässt uns mit unserem Pokémon in der Mine trainieren, oh, super nett. Ein Arenaleiter ist nicht mit einem normalen Trainer zu vergleichen. Ich werde so viele Pokémon wie eben möglich mit in den Kampf nehmen. Oh nö, wir sind mit unseren dreien schon ganz gut unterwegs, so zwei vielmehr. In der Sinnoh-Region gibt es 8 Arenaleitern, wie in so ziemlich jeder Region. Und das Ziel eines Trainers sollte es sein, Orden von allen 8 Leitern zu erhalten. Das ist korrekt. Fängst du auch Pokémon? Hier, wenn du magst, gehört er dir. Ein Finsterball erhalten. Ein Finsterball ist ein, naja, ein Pokéball, der halt effektiver ist in Höhlen oder wenn es Nacht ist. Quasi Mondball mit einem Zusatzfeature. Und naja, ist dann halt effektiv oder fast genauso effektiv, wenn nicht sogar effektiver als ein Hyperball. Pokémon sollte mal Spitznamen geben. Das stärkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit. True. Aber er hat sein Anton gelb genannt. Nur wegen der Farbe. Irgendwie verstehe ich die Logik dahinter nicht. Ach, ich habe schon Pokémon wegen Schlimmerem benannt. Da ist jemand genauso kreativ mit den Spitznamen wie ich. Wobei, bei mir macht es doch so langsam die Masse. Ich kann ja... Wobei, wir haben einen Namen hatten wir jetzt schon zweimal vergeben, nämlich Feather. Und Adolti hieß Feather und unser Panzer Aeron und Smaragd hieß Feather. Hör mal, hast du ein Pokémon namens Marshallow? Würdest du dein Marshallow vielleicht gegen meinen Abra tauschen? Hättest du ein Kadabra vielleicht, aber nein.
Ja, nun, dann können wir nicht tauschen. Aber wenn du es dir anders überlegst, dann komm einfach wieder. Ich bin hier. Ein Pokémon, das du durch Tausch erhältst, wächst schnell, unsere alte Frau. Aber wenn dir Orden von bestimmten Arenen fehlen, wird es dir eventuell nicht gehorchen. Das ist korrekt. Jedes Pokémon besitzt eine spezielle Fähigkeit, die es einsetzen kann. Das klingt ein bisschen so, als hätte nur dieses eine Pokémon diese Fähigkeit, aber naja, die können sich die auch teilen. Inwieweit mein Pokémon und ich uns ähnlich sind? Nun, das kann ich gar nicht so einfach beantworten. Von hier oben hat man eine hervorragende Aussicht, aber nach draußen zu gehen, man kann so schön schwitzen. Kannst du mir vielleicht ein Pokémon namens Zubat zeigen? Ja, wenn wir eins hätten. Zubat ist übrigens göttlich in der Sinnoh-Region. Zubat ist sowieso ein arg unterschätztes Pokémon, vor allen Dingen seitdem es X-Bad gibt. Hast du die Lüftungsschächte gesehen? Sie saugen mir frisch aus dem Untergrund. Der Arena-Tester ist in die Mine gegangen, um dort zu arbeiten. Brauchen wir nicht Tränke oder so? Tränke haben wir noch, gut. Pokébälle haben wir auch noch. Aber wir können mal gucken, ob es da andere Bälle gibt. Wobei, ich glaube, wir können eigentlich momentan eh nur den Heilball kaufen. Oh, wir können Netzbälle kaufen. Wow. Na, komm mal. Die sind ein bisschen teuer, ne? Die Orden, die von den Arenen vergeben werden, sagen etwas über die Fähigkeiten des Trainers aus. Je mehr Orden du hast, desto mehr Items kannst du im Pokémon-Supermarkt kaufen. Und diese Änderung ist tatsächlich relativ neu. Die kam jetzt erst in der vierten Generation dazu. In früheren Editionen war es tatsächlich so, dass die Sachen, die in einer Stadt zum Verkauf standen, von dieser Stadt abhingen. Zum Beispiel in Britannia City konntest du in der roten Edition aus irgendeinem Grund kein Gegengift kaufen. Das hat sich nicht geändert, egal wie viele Orden du hattest. Die Mädchen hier im Supermarkt sind so hübsch. Da fehlt mir die Sprache. Sie verkauft die besten Items, was mich doch sprachloser macht. Was halt in Feuerrot tatsächlich ziemlich witzig ist, wenn du... was heißt witzig ist es nicht, aber ziemlich nervig, wenn man nicht mit Bisasam anfängt und durch die Vertania-Wald muss, wo halt in der roten Edition sehr viele Hornius rumlaufen und die halt nur Giftstacheln können. Yay! Wenn ich mit meinen Turbotreter durch die Gegend düse, habe ich das Gefühl, alle achten nur auf mich. Ugh. Eine TM kann nur einmal verwendet werden, eine VM beliebig oft. Es kann ganz schön verzwickt sein, sich zu entscheiden, welches Pokémon welche Attacke lernen kann. Oh ja, ich wünschte echt in Smaragd, dass wir Tentoxa Gigasauger hätten beibringen können. Bald ist der Arena-Leiter in unserer Stadt. Er mag noch jung sein, aber er sorgt für die Sicherheit in der Mine und den gewinnbringenden Abbau von Kohle. Bald setzt Gesteins-Pokémon ein. Findest du nicht auch, dass solche Pokémon hübsch aussehen? Ich mag ihre Figur. Kleinstein. Figur. Kann man jetzt nicht so unbedingt von Figur reden. Was haben wir hier? Die Route 207. Da oben liegt ein Item. Und da unten Bären, aber da kommen wir nicht dran. Was bei diesen Bären halt besonders fies ist, dadurch, dass die jetzt schon geladen sind und man nicht schnell genug auf der... Man muss quasi einmal einen kompletten Bogen gehen, über Jubelstadt Richtung Norden. Wenn man nicht schnell genug ist, sind die Bären weg. Ein Machalo. Oder Machalo? Na, es kommt eigentlich ja von Macho, also müsste es Machalo sein. Und ich mache Hollo. Keine Ahnung. Ja, müsste Machalo sein. Macho hat das SCH bestimmt nicht aus Spaß drin. Wir flüchten. Hi, du. Das Gefälle ist zu rutschig. Du brauchst ein Fahrrad, um es zu bezwingen. Du hast kein Fahrrad? In Ewigenau gibt es ein Fahrradgeschäft. Ja, blöd, dass das Fahrradgeschäft von hier in Richtung Norden ist. Wow, das ist also Kohle? Ich hätte niemals so was Großes erwartet. Ja, ne? Wenn man so an Kohle denkt, denkt man eher so an diese kleinen Kohlefetzen, die man sich auf den Grill schmeißt. Aber Kohle kann ziemlich groß sein. Boah, das Pokémon, das so etwas tragen kann, muss unglaublich stark sein. Machok? Maybe? Hör dir das an. Die Erstlingmine verläuft sogar unter dem Meer. Wow. Was du nicht sagst. Hallo, hallo, wie geht es dir? Ich studiere Pokémon-Fossilien. Ja, genau, hier und jetzt. Ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Das tue ich. Kurz davor, aus Fossilien Pokémon zu extrahieren. Das geht, das kann ich. Aber noch nicht sofort, noch nicht sofort. Hallo, willkommen im Bergbaumuseum von Erzling.
Verschiedene Grubenlampen sind hier zu sehen. Die Bergleute trugen diese früher auf dem Kopf, wenn sie in der Mine arbeiteten. Alte, abgenutzte, hölzerne Werkzeuge sind hier zu sehen. Offenbar wurde ganz früh die Kohle mit diesen Werkzeugen abgebaut. Alltägliche Gegenstände der Minenarbeiter und alte Werkzeuge. Dieser Kasten enthält verschiedene Arten von Kohle. Hier sind Kohlearten aus verschiedenen Regionen zu sehen. Ich war mal tatsächlich mit meinen Großeltern in Bayern auf Urlaub und da waren wir in so einem Salzbergwerk. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, auf jeden Fall wurde da Salz abgebaut. Und da gab es so eine Rutsche, wo die Kumpel halt so runtergerutscht sind. Da konnte man halt auch runterrutschen. Da bin ich mit meiner Schwester da runtergesaust. Und die haben das dann natürlich so umgebaut, dass da ein Foto geknipst wurde, was man sich am Ende halt kaufen konnte. Und irgendwie, ich war vorne auf der Rutsche, meine Schwester war hinter mir, also wirklich direkt hinter mir, musste da halt so zu zweit runterrutschen oder zu dritt mit mehreren. War hinter uns so ein komischer Typ. Und wir haben keine Ahnung, wo dieser Typ herkam. Das Witzige ist ja, als wir man fährt da mit so einer kleinen Lok rein und am Anfang der Runde wird halt so ein Foto von der ganzen Belegschaft quasi, so alle, die auf der Tour mit dabei sind, das wird halt so ein riesen Foto gemacht und das kannst du dir später auch kaufen. Da haben wir diesen Typ halt nicht gefunden drauf. Das war so creepy und wie gesagt, meine Schwester und ich, wir können uns nicht erinnern, dass da irgendeiner mit uns runtergerutscht ist. Ich meine, bei mir kann ich sagen, okay, ich habe vielleicht nicht aufgepasst, weil ich saß ja vorne, aber meine Schwester saß hinter mir. Wenn hinter ihr irgendein Kerl gewesen wäre, den sie nicht kennt, wäre ihr das bestimmt aufgefallen. Das war echt creepy. Schalte in einem beliebigen Pokémon-Center den PC an und rufe das Pokémon-Lagerungssystem auf. Mehr musst du nicht tun, um Pokémon zu lagern oder dein aktiven Team hinzuzufügen. Welche Trainerkategorie ist dir am liebsten? Komm, sag mal. Welcher von Trainer wärst du gerne? Oh, ich wäre gerne ein Ass-Trainer. Die Besten. Die Elite. Du wärst gerne ein Trainer der Kategorie Ass-Trainer? Ja. Ich verstehe. Du wärst also gerne ein Trainer der Kategorie Ass-Trainer. Wenn das der Fall ist, werden dich andere bestimmt auch so einschätzen. In Ordnung, dann spreche ich später mit dir. Der Typ ist eigentlich halt nur dafür da, um die Trainerklasse zu bestimmen, mit der andere Leute im Untergrund sehen. Yay, ich habe unten im Pokémon Wi-Fi Club ein Adressbuch bekommen, dass ich meine Freunde eintragen kann. Ja, damals war es noch so, man brauchte für jeden Scheiß, für jedes eigene Nintendo-Spiel mit Online-Funktionalität seinen eigenen Freundschaftscode. Das waren Zeiten. Holen wir uns das blöde Ding mal. Hallo, hier entlang bitte. Hallo und willkommen. Schön, dich zu sehen. Mein Name ist Taela und ich bin deine Führerin im Pokémon Wi-Fi Club. Zuerst darf ich dir das hier geben. Mein Adressbuch. Das ist dein Adressbuch. Damit kannst du deine Freunde registrieren. Erst dann kannst du mit ihnen über die Nintendo Wi-Fi Connection Kontakt aufnehmen. Und dann könnt ihr tauschen, kämpfen und vieles mehr. Möchtest du mehr darüber wissen? Nein, das geht eh nicht mehr. Viel Spaß mit der Nintendo Wi-Fi Connection, wenn sie denn noch funktionieren würde. Mein Bekannter und ich werden schon bald beste Freunde sein. Dann kann ich ihn in meinem Adressbuch eintragen. Oder was umgedreht? Man trägt die Namen einen Freund sich damit den Personen richtig an? Eher so. Hi. In der Nähe befindet sich ein gewaltiger Berg, der über alles hinausragt. Teilt in uns zwei Hälften. Das macht die Sinnoh-Region übrigens sehr besonders. Dieser Kraterberg heißt er. Jeder ist stolz auf die Mine. In dem Moment, wo wir hier stehen und uns unterhalten, graben sie unter dem Meer nach Kohle. Ich finde es einfach faszinierend. Schlag, hau, Marschallo! Schlag, hau die Felsen weg! Das reimt sich nicht. Du besichtigst die Mine? Wunderbar, das ist sehr gut. Es ist immer gut, wenn man sich bemüht, etwas Neues zu lernen, den eigenen Horizont zu erweitern. Naja, vielleicht finden wir hier eine Holzkohle. Das ist zwar keine Kohle, die man hier abbaut, aber es ist Kohle. Und nur das zählt. Keine Frage, das ist harte, schwere Arbeit. Aber zusammen mit Pokémon zu arbeiten, das gibt mir Energie und treibt mich an. Hier, nimm einen hiervon. Ich nehme einen Supertrank. Wenn ich mich gesund und munter fühle, muss ich ständig lächeln. Und das macht glücklich. Und das hier sieht aus, als wenn hier ein Item liegt. Auf der anderen Seite haben wir hier gerade ein Item bekommen. Gut, da kann man noch was sagen. Ich wollte gerade sagen.
diesen bergschmutzigen Sandes nennt man Abraumhalde. Das ist ein Abraumprodukt. Das entsteht, wenn man Kohle abbaut. Und was macht man damit? Sammelt man das einfach nur? Oh wow, Sternstaub ist voll der Abfall. Naja. Wenn wir ihn haben, nicht. Aber die Mine. Da liegt ein Item! Nur X-Abwehr. Und ein wildes Pokémon. Es ist ein Zubat. Wie ich schon sagte, Zubat ist bei normalen Story-Durchläufen eigentlich ziemlich gut. Man hat zwar am Anfang das Problem, dass es gut wie keine Attacken wirklich kann, aber X-Bad ist ziemlich stark. Dadurch, dass X-Bad so eine hohe Initiative hat, ist es halt auch in der Lage, unter Level schneller anzugreifen als der Gegner. Und je nach Region hat es auch die Arena auf seiner Seite. Zum Beispiel hier, die zweite Arena ist eine Pflanzenarena, da läuft das Biest einfach durch. Es ist da quasi unverwundbar. So, das ist Zubat. Gott, sind die Kämpfe hier langsam. Fällt mir immer wieder auf. Jeder, der in der Mine arbeitet, hat sein Pokémon dabei. Du kannst sie vielleicht herausfordern. Es gab Pokémon, die sahen aus wie Steine. Das hat mich überrascht. Ja, das ist Kleinstein. Willkommen in Gen 1. Find's ja mal witzig, dass sich die Leute über die neueren Generationen aufregen. Dass die Pokémon da hässlich und unkreativ sind. Und wir haben halt einfach mal so Pokémon wie Dickda, Dicktri, Magnetilo, Magneton, Dodo und Dodri. Wir haben drei Pokémon, die nach der Entwicklung sich einfach verdreifachen. Oh, na gar nicht. Wir haben vier Smogon und Smogmog, wenn man so möchte. Aber die verdoppeln sich nur. Ich meine, Dodri ändert sich ja wenigstens so ein bisschen. Da werden ja die Federn oben ein bisschen größer und so. Aber jetzt zum Beispiel bei Dickda und Magneton tut sich da halt überhaupt nichts. Das ist halt einfach ein Pokémon mehr. Oder zwei Pokémon mehr, vielmehr. Und da sagen die Leute, die Pokémon, die jetzt heute neu dazukommen, sind unkreativ. Das ist schon witzig. Oder wir haben halt einfach einen Ball mit Augen drauf und ein Gesicht. Und das ist ein Voltroball bzw. Elektroball. Auch nicht wirklich kreativ. Wobei die Idee, dass es ein Pokéball ist, ist halt schon witzig. Passt halt nur überhaupt nicht ins Größenverhältnis. Und wenn ihr euch fragt, warum wir die Kleinsteine hier mit besiegen. Wie gesagt, ich will, dass Scotch sich vor der nächsten Arena, also vor der Gesteinsarena noch entwickelt. Und deswegen brauchen wir noch EP. Ein Level muss es noch machen. Und ich weiß nicht, ob es das gegen die Trainer hier schafft. Deswegen, ne? Nehmen wir die Pokémon hier mit. Auf jeden Fall Treffer. Lüchter und Eut? Nein, da gibt es ein wildes Pokémon. Noch ein Kleinstein. Also so wie die Pokémon hier auftauchen, können wir gerade auch mal kurz flüchten. Ich glaube, wir haben noch einen Schutz in der Tasche und der sieht gerade ziemlich attraktiv aus. Setzen wir den mal ein, haben wir hier wenigstens Ruhe. So. Ich hätte da ein Item platziert. Hi, du. Ich habe dieses Mascholo auf der Route 207 getroffen. Es ist mittlerweile mein bester Partner geworden und sieht aus wie Maschok. Oh. Never mind, es ist Mascholo. Mascholo. Ich verrate dir etwas. Ich habe mein Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt. Ich dachte, das ist hier erlaubt. Wie wollt ihr denn sonst arbeiten, wenn ihr keine Pokémon dabei habt? Ich glaube nicht, dass ihr das selber tragen könnt. Der machte sich fertig für den Kampf. So, oh, erstmal Glut einsetzen. Wir haben ja nichts anderes. Das andere bleibt uns ehrlich übrig. Ich meine, so wenn wir tatsächlich auf Effizienz setzen wollten, könnten wir auch Rose hier einsetzen. Kampfattacken sind ineffektiv dank des Gift-Typs. Und naja, Kraftreserve Flug regelt schon.
Ich habe übrigens nachgeguckt mit einem externen Cheat-Programm, wie stark die Kraftreserve ist. Und die Kraftreserve ist bei Stärke 44. Du bist schon einer. Eine. Was eigentlich ganz okay ist. Es ist mehr, als ich gedacht hätte, dass es ist. Na gut, ein schneller Kampf während meiner Pause. Der eine so, hey, ich hab mein Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt. Und der andere so, hey, komm, lass kämpfen in der Pause. Also scheint es ja doch legal zu sein, seine Pokémon hier mit zur Arbeit zu bringen. Der andere Typ hat uns einfach kackendreist angelogen. Oh mein Gott, Lehnsula. Ja, blöd ist nur, dass, naja, Elektroattacken auf Kleinstein keine Wirkung haben. Oh, wow. Also, naja, die Attacke hätte sich sparen können. Aber hey. Glück für uns. Und Level 14. Perfekt. Dankeschön. Oh, bei Onyx wechseln wir, glaube ich, lieber. Das kann Rosi, glaube ich, besser übernehmen. Und Megasauger. Ich liebe diese doppelte Pflanzenschwäche. Zumindest, wenn ich sie ausnutzen kann. Au, au, au. Erbarm, hab doch Erbarm. Niemals. Keine Gnade mit den Gegner. Und Scotch entwickelt sich. Sehr schön. Und damit haben wir ein Panpyro. Und es versucht Tempo-Hip zu lernen. Sehr schön, haben wir gleich eine Kampfattacke dabei. Da kommt Silberblick weg. Mal sehen, wie sehen da jetzt die Werte aus. Das ist doch schon mal ein Unterschied. Vorher ist es, glaube ich, Angriff 23 oder so. Und naja, es hat jetzt den Kampftyp dazu bekommen, durch die Entwicklung, was für uns ziemlich praktisch ist, denn durch die Weiterentwicklung verliert es seine Gesteinsschwäche. Denn obwohl Gesteinsattacken auf Feuer-Pokémon sehr effektiv sind, sind Gesteinsattacken aber auch ineffektiv gegenüber Kampf-Pokémon. Und naja, da es Feuerkampf ist, gleicht sich das aus und ist es neutral. Panpyro, das verspielt Pokémon, um Angreifer abzuschrecken, verstärkt es das Feuer auf seinem Schweif, wodurch es größer wirkt. Na, wenigstens furzt es jetzt nicht mehr. Ein Fluchtseil. Hi. Ha, lehn dich zurück und staune. Mit der Attacke Zertrümmerer kann man Felsen aus dem Weg räumen. Wow. Was denn hält? Felsen müssen aus dem Weg geräumt werden, wenn sie den Pfad blockieren. True. Sobald du den Orden der hiesigen Arena hast, ist dein Pokémon dazu fähig. Also musst du den Arena-Leiter besiegen. Und das bin ich. Wenn ich jetzt das Fluchtseil einsetze, sind wir dann vor ihm wieder da? Das wäre schon witzig. Aber wahrscheinlich würde in der Zeit, wo die Animation gerade durchgelaufen ist, er das eh da rausschaffen, wenn er Schutz anhat. So weit war der Weg jetzt auch nicht. Aber ich war zu faul, ihn zu laufen. Und wir haben ja extra Schutz einen Fluchtseil gekriegt. Wir können den Sternstab noch eben verkaufen, bevor ich es vergesse. Verkaufen. Sternstab.
So. Die geben wir mal Rosi. Die brauchst du zwar eigentlich nicht, aber hey. Was man hat, das hat man. Und ich glaube, sie ist langsamer als Scorch. 21, ja, 10 Punkte. Wenn sich Rosi weiterentwickelt, wird sich das auch ändern. Noch hat sie ja schlechtere Werte, weil sie, naja, ein Basis-Pokémon halt ist, ne? Gut, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt Pause. Und beim nächsten Mal geht es dann schön in die Arena. Dann holen wir unseren ersten Orden, dann geht's hier erst richtig los. Dann öffnen sie uns neue Wege und wir können neue Pokémon fangen und, naja, das Team vielleicht endlich mal füllen. Das heißt, ich verabschiede mich an dieser Stelle erstmal, wünsche euch noch einen schönen Tag und, naja, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und ciao!